Heute reden wir mal über Tracking, Eyeballing und intuitives Essen. Das sind die drei Ernährungsformen, die dir helfen werden, deinen Körper nicht nur besser zu verstehen, sondern auch wirklich die optimalen Erfolge zu erzielen. Auch wenn du, wie ich, jahrelang am Reisen bist oder einen Job verfolgst, der dich viel Zeit kostet. Viele Leute glauben immer noch, man muss religiös tracken, man muss sich jeden Tag 100% an seine Ernährung halten, um die besten Erfolge zu erzielen. Wenn du das immer noch glaubst, dann musst du jetzt gut zuhören, denn in diesem Video werden wir auf alle Formen eingehen und dir zeigen, was die Vor- und Nachteile sind. Und ich habe mir hier auch Verstärkung geholt, nämlich Dr. Tim Würth von MyFitCoach. Vielen Dank, dass du mich heute unterstützt hier. Sehr gern. Mit ein bisschen Science, weil das Thema ist mittlerweile, Stand 2020, doch sehr abgeklärt. Also vor ein paar Jahren gab es noch sehr viele Diskussionen, ist If It Fits Your Macros, wie man es heute nennt, Tracking wirklich der heilige Gral? Viele Leute haben gesagt, hey, Ernährungspläne sind das Beste, weil dann hat man 100%ige Kontrolle. Und mittlerweile wissen wir, dass besonders Ernährungspläne nicht wirklich zielführend sind, weil man sie nicht langfristig halten kann. Die meisten Leute hören irgendwann auf mit Plänen und darum ist es jetzt wichtig, mal über Tracking zu reden, über Eyeballing zu reden und über intuitives Essen. Das heißt, Tracking, von was reden wir hier? Alles, was du dir in den Mund steckst, muss zuerst gewogen werden und dann feinsäuberlich in der Tracking-App eingegeben werden. Ein paar Leute machen es ganz oldschool, schreiben es noch auf und rechnen es dann ab, aber in der Regel kannst du einfach davon ausgehen, dass wenn du trackst, alles, was in deinen Mund kommt, zuerst auf eine Waage legst, das Gewicht siehst, es dann eingibst und damit auch die Kontrolle hast über deine Ernährung. Wenn du jetzt sagst, hey, Eyeballing klingt für mich interessant, dann solltest du auch bereits schon mal getrackt haben, weil dann weißt du natürlich irgendwann, okay, das sieht jetzt aus wie 100 Gramm, ich muss das jetzt nicht mehr abwiegen. Das heißt, du schätzt mit deinem Auge und trackst es dann aber auch wieder in der Tracking-App, damit du auch hier wieder die Kontrolle hältst. Und dann kommt das intuitive Essen. Das ist das, was ich aktuell ausführe, seit mehreren Jahren und auch wirklich sehr erfolgreich. Wenn du irgendwann so lange getrackt hast, so lange geeyeballt hast, dann weißt du irgendwann einfach, wie sich zum Beispiel 1000 Kalorien anfühlen. Oder du hast auf jeden Fall ein sehr gutes Verständnis davon, wie sich dein Gewicht entwickelt, wie du aussiehst. Das heißt, du kriegst langsam so ein Verständnis dafür, brauchst keine Zahlen mehr, musst deinen Verstand weniger brauchen, weil alles im Körper sozusagen wie intuitiv funktioniert. Und das sind natürlich sehr viele Sachen. Bis man dorthin kommt, muss man super viel gelernt haben. Das schauen wir uns jetzt heute an. Um es nochmal klarzustellen, intuitives Essen ist nicht eine Ernährungsform wie zum Beispiel vegan oder Keto. Das heißt, intuitives Essen heißt nur, dass du versuchst mit deinem Gefühl deine Kalorien sowie zu eruieren und damit deinen Gewichtsverlauf und deine Kontrolle selbst zu steuern. Das ist das Einzige, was es heißt. Wir sind definitiv, da würde ich sagen, da sprichst du mir zu, Verfechter von Flexible Dining im Generellen. Das heißt, nicht irgendwie sich zu stark auf ein Extrem zu fokussieren, mit einem Plan zu essen oder gewisse Nahrungsmittel komplett auszuschließen, weil man denkt, hey, mit denen kann man nicht zunehmen oder abnehmen. Es gibt immer noch diese Mythen des Keto oder Low Carb, die einzigen Wege sind, Gewicht zu verlieren oder dass man irgendwie mit einer gewissen Ernährungsform einen brutalen Vorteil hat im Muskelaufbau. Das unterstützen wir nicht. Wir glauben wirklich, dass das Wichtigste einfach ist, dass man möglichst lange durchziehen kann und möglichst flexibel sein Leben leben kann. Das ist auch der Grund, wieso ich dieses Video jetzt mache, um dir auch nochmal die Chance zu geben, zu verstehen, dass du eben nicht irgendwie wie die typischen Bodybuilder hier nach Plan leben musst, sondern eben wirklich dein Leben genießen kannst, frei reisen kannst, deinen Job nachgehen kannst, in allen Lebensbereichen ein geiles Leben führen kannst und trotzdem aber auch ästhetisch aussehen kannst. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an mit der ersten Ernährungsform, schauen uns die mal an, die Vor- und Nachteile und natürlich auch ein bisschen Science des Tracking. So, zu dir, Tim. So, die Vorteile vom Tracken sind Nummer 1, es ist die genaueste Methode. Das heißt, sofern deine Makronährstoffe richtig gewählt sind, entsteht jetzt hier eine Erfolgsgarantie. Du kannst, eben weil es so genau ist und du volle Kontrolle über deine Kalorien hast, jedes beliebige Körpergewichtsziel mit Tracken eben wirklich verlässlich erreichen. Die Nachteile sind natürlich durch die Genauigkeit, dass du beim reinen Tracken sozusagen nicht auswärts essen kannst, weil du eben jedes Lebensmittel wiegen musst. Und gleichzeitig ist es sehr aufwendig und sehr mühselig, vor allem eben, wenn man gerade erst damit beginnt. Das heißt, Tracken ist nur geeignet entweder für Athleten, die es extrem ernst meinen und ein sehr, sehr hartes Ziel verfolgen, wie beispielsweise, ich möchte unter 8% Körperfett. Und zusätzlich ist es geeignet für Anfänger, die
noch überhaupt keine Ahnung von der Ernährung haben, weil die lernen dann durch Tracken ganz genau, wie bestimmte Portionsgrößen aussehen. Und insbesondere lernen sie nämlich auch, welche Lebensmittel welche Makronährstoffe haben und dann eben bestimmte Dinge im Körper auslösen. Genau, das hat der Tim sehr schön erklärt und das ist das, was ich auch nochmal unterstreichen will. Falls du das Gefühl hast, hey, ich möchte eben auch möglichst flexibel leben, du wirst nicht darum rumkommen, zuerst mal zu tracken. Ich habe es ein paar Jahre gemacht, sehr religiös, fürs Diäten, wie fürs Aufbauen, um damit dieses Verständnis zu kriegen. Und genau deswegen kann ich heute auch so entspannt leben. Das heißt, du wirst nicht darum rumkommen, auch wenn du kein Profisportler bist. Deswegen, das empfehle ich dir auf jeden Fall auch, einfach mit Tracking zu beginnen. Und dann kannst du irgendwann, im besten Fall schon nach einem Jahr, auch wirklich eyeballen. Das heißt, du kannst dich selbst so ein bisschen wie challengen, gucken, okay, waren das jetzt wirklich 100 Gramm Reis, so wie ich mir das abgeschätzt habe. Das heißt, beim Eyeballing wird man dann super flexibel, kann auch auswärts essen gehen, in Restaurants und hat dann wirklich auch mit ein paar Regeln die Chance, sehr genau, also 90% Genauigkeit auch immer zu erreichen. Besonders natürlich bei Nahrungsmitteln, die man kennt. Es ist dann ein bisschen schwerer bei Sachen mit Fett, also wenn du dann eine Pasta isst, auswärts, dann kannst du natürlich nie zu 100% abschätzen, das ist jetzt 20 Gramm Fett oder 30 Gramm Fett, aber du machst dir natürlich auch dann selbst einen Gefahren, wenn du Eyeballing betreibst, dir ein paar Regeln setzt, wie zum Beispiel, okay, ich esse an verschiedenen Orten, die ich bereits kenne, auswärts und setze mir da vielleicht grundsätzliche Macros und weiß so ein bisschen, was ich mache und irgendwann dann eben auch an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich esse so gut wie alles, aber an den Tagen, wo ich eben nicht sicher bin, da mache ich immer eine zielorientierte Schätzung. Das heißt, wenn ich abnehmen will, dann mache ich lieber ein bisschen Overestimation, dass ich rechne eher ein bisschen mehr dazu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zunehmen möchte, dann kannst du dann vielleicht auch mal sagen, okay, ich rechne jetzt hier eher ein bisschen weniger, mache ein bisschen großzügig, dass ich ein bisschen mehr essen kann. Einfach, dass du auf jeden Fall nicht in der falschen Richtung landest, wenn du verstehst, was ich meine. Und dadurch hast du eigentlich eine sehr gute Kompromisslösung, wie ich finde, die dich sehr flexibel halten lässt und dir auch wirklich das Leben ermöglicht, was viele sich wünschen. Und zwar geil auszusehen, gesund zu sein, seine Ziele zu erreichen und trotzdem eben auch wirklich flexibel, entspannt, ein gutes Leben zu haben. So, ja. Wenn du dich jetzt entschieden hast, dass Tracking oder Eyeballing genau das Richtige für dich ist, dann hängt der Erfolg maßgeblich davon ab, dass deine Zielmakronährstoffe, also Protein, Kohlenhydrate und Fett, eben richtig gewählt sind. Und richtig heißt jetzt insbesondere, dass sie auf dich individuell zutreffen und auch, dass sie genau passen zu dem Ziel, was du gerade hast. Und aus diesem Grund haben wir die MyFitCoach-KI entwickelt, die insbesondere sich jetzt ganz genau auf dich und dein Ziel einstellt. Du kannst hier regelmäßig deine Gewichtsveränderung in der App eintragen, du kannst deine Makros eintragen und der Coach, also die KI im Hintergrund, passt dann eben deine Zielmakros an, sodass du mit Tracking und Eyeballing eben genau diese angesprochene Erfolgsgarantie hast und dann optimal zum Ziel kommst. Wenn dich das also interessiert, klicke jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung. Dort kannst du MyFitCoach dann 14 Tage kostenlos testen. Als nächstes kommen wir jetzt zum Intuitive Eating. Also Gegner. Genau, intuitives Essen. Und bevor wir das jetzt machen, müssen wir uns jetzt einmal ganz genau die Science angucken, was die eben sagt, weil es gibt hier potenzielle Probleme mit dem intuitiven Essen. Und insbesondere ist es nämlich so, dass extrem viele Menschen falsch einschätzen, was sie essen und wie viel sie essen. Der Punkt ist, wenn Intuitive Eating in unserer heutigen Zeit problemlos funktionieren würde, dann gäbe es gar keine Krankheiten wie beispielsweise Fettleibigkeit oder Magersucht. Und wir schauen uns jetzt einen Teil der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema im Kurzüberblick an. Als erstes betrachten wir Block et al. Von 2013. Und in diesem Experiment wurden 1877 Erwachsene befragt, wie sie Kalorien von einer Fastfood-Mahlzeit einschätzen. Und das Ergebnis war jetzt hier, dass die Kalorien im Schnitt um ca. 21% unterschätzt wurden. Als zweites in Hall et al. Von 2019 wurden sogenannte Ultra-Processed Foods untersucht, das heißt Lebensmittel wie Softdrinks, Instant-Nudeln, Donuts und so weiter. Wenn diese vermehrt gegessen wurden, erhöhte sich die freie bzw. die intuitive Kalorienaufnahme um ca. 500 Kalorien pro Tag. Es gibt jetzt noch eine weitere spannende Studie von 2010, in der Zwillinge verglichen wurden, bei denen einer der Zwillinge übergewichtig war. Und man hat jetzt beide messen lassen, was sie gegessen haben und diese Angaben danach kontrolliert. Und das Ergebnis von diesem Experiment war, dass der übergewichtige Zwilling im Schnitt über 700 Kalorien weniger angegeben hat, als er tatsächlich gegessen hat. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Dieses Phänomen, dass manche Menschen systematisch underreporten, das heißt ihre Kalorienaufnahme unterschätzen, ist sehr gut dokumentiert.
Und das ist auch total menschlich. Andersrum geht das genauso. Es ist beispielsweise so, dass Schebendach et al. Von 2015 herausgefunden hat, dass manche Menschen auch systematisch overreporten, das heißt mehr Kalorien angeben, als sie wirklich gegessen haben. Und generell dieses Phänomen der fehlenden Selbsteinschätzung gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen, also beispielsweise Einkommen, Körpergewicht und Bildung. Nichtsdestotrotz kann Intuitive Eating aber auch sehr gut funktionieren, wenn man es eben richtig macht. Genau, wenn man es richtig macht. Und deswegen muss man sich einfach auch nochmal selbst ein paar Regeln widersetzen. Also alles funktioniert am Ende des Tages mit Regeln. Und was ich auf jeden Fall hier nochmal unterstreichen will, jetzt wo man die Science nochmal gehört hat, ist, dass je mehr man sich mit verarbeiteten Lebensmitteln zustopft, je schwerer wird es natürlich auch intuitiv zu essen. Weil vor, ich würde mal sagen, ein paar tausend Jahren gab es kein Übergewicht, weil man eben keine verarbeiteten Lebensmittel hatte. Das heißt, man hat gegessen und versucht halt möglichst viel zu essen, wenn es geht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Früchte und Gemüse zum größten Teil isst, unverarbeitete Lebensmittel, Reis oder beziehungsweise sogar brauner Reis, Kartoffeln, Linsen, Hülsenfrüchte etc., dann ist das natürliche Sättigungsgefühl viel schneller erreicht, beziehungsweise auch viel realistischer erreicht. Also wenn man jetzt eben mit Schokolade, mit Keksen, mit Ben & Jerry's, mit den ganzen Sachen sich vollstopft. Das heißt, vor allem für Anfänger ist es fatal, wenn sie sich einfach auf verarbeitete Lebensmittel einlassen, ohne jemals vorher getrackt zu haben. Das heißt, das ist auch der Grund, wieso viele Leute einfach übergewichtig sind. Deswegen, was ich immer noch mache heute, ist, dass ich eigentlich durch den ganzen Tag versuche, möglichst Low-Fat zu essen. Einfach mal so als kleines Beispiel, damit ich auf jeden Fall weiß, dass wenn ich dann die Fette konsumiere, dass ich die immer in Form von Lebensmitteln habe, wo ich genau weiß, wie viel Fett ich jetzt gerade konsumiere. Also ich versuche einfach Fettquellen, so gut es geht, nicht unkontrolliert zu mir zu nehmen, weil ich einfach weiß, wie gut man Fett verstecken kann im Restaurant oder in verschiedensten Orten. Das heißt, das ist nochmal für mich so ein kleiner Hack. Und grundsätzlich ist es einfach auch wichtig, dass man langsam isst oder ich sag mal normales Tempo. Das heißt, Leute, die sehr schnell essen, haben auch dieses natürliche Sättigungsgefühl nicht, was eintreten sollte. Und dadurch nehmen sie auch viel mehr Kalorien zu sich, als es eigentlich ja gut wäre. Deswegen, man muss sich halt selbst ein bisschen kennen. Man sollte vielleicht auch sich mal überlegen, die Nahrungszeit, also die Nahrungsmittelaufnahme, einfach auch mal zu limitieren. Ob das jetzt religiöses Fasten bedeutet, IF, das ist eben selbst überlassen, aber ich mache einen großen Vorteil für mich fest, dass ich das Frühstück zum Beispiel skippe, weil ich dann einfach auch die Zeit, in der ich esse, reduziere und damit einfach auch auf einen anständigen Kalorienverbrauch komme. Und grundsätzlich will ich auch nochmal warnen, dass selbst für mich als Profi in diesem Bereich es nicht möglich wäre, mit intuitivem Essen einen gewissen Körperfett zu unterschreiten. Also ich glaube, so bei 9 oder 8% würde auch ich wieder anfangen, mindestens mal zu eyeballen, wenn nicht sogar zu tracken. Und das ist einfach auch nochmal so für dich als kleine Orientierung, dass du gar nicht erst auf die Idee kommst, hier intuitiv irgendwelche krassen Ziele zu erreichen. Weil eben am Ende des Tages, wie du gesagt hast, die Kontrolle ist besser, vor allem eben am Anfang, weil du möchtest ja auch diese Flexibilität dein ganzes Leben lang führen. Deswegen ist so ein Investment von einem Jahr, sich mal ein bisschen zu disziplinieren, gar nicht mal so schlecht, weil du dadurch dann eben auch eine Gewohnheit machst und durch diese Gewohnheit auch immer wieder davon profitieren wirst dein ganzes Leben mit intuitivem Essen. Und das ist eigentlich auch das Ziel dieses Videos, dir einfach nochmal diese Erlaubnis zu geben, beides mal abzuchecken und damit auch wirklich frei zu werden in deiner Ernährung und damit dann auch dieses Thema für immer hinter dir zu lassen und dir wieder wichtigere Gedanken zu machen, wie zum Beispiel gut auszusehen im Gym, gute Gains zu machen und eben auch wirklich für andere Leute halt da zu sein, kochen zu können oder sagen wir mal essen zu können, wenn andere Leute für dich kochen. Ich finde das halt einfach immer kulturell so wichtig, dass man nicht irgendwie sich immer versucht abzukapseln und dann irgendwie, jetzt sagen wir mal, im Restaurant sitzt mit seinen Kollegen und dann einfach nichts essen kann, nur weil man irgendwie seine Tracking-Daten nicht hat. Also dieses verspannte Gefühl, was ich immer wieder sehe, das auch in der Bodybuilding-Szene sehr verankert ist, das möchte ich dir an dieser Stelle einfach auch nochmal so auf den Weg mitgeben. Lass es sein und dann, wie gesagt, kannst du im besten Fall auch mit MyFitCoach direkt starten. Du kannst die App auch kostenlos testen. Der Link ist in der Beschreibung. Schau es dir wirklich an, weil wenn du die Ernährung im Griff hast und das alles für dich ausgerechnet wird, du dich täglich auch wiegst, dass du immer weißt, du bist on track. Das mache übrigens auch ich immer noch, obwohl ich intuitiv esse, weil das ist ja die Kontrolle schlechthin, wenn du weißt, was du wiegst. Und wenn du dann noch dein Training optimierst durch die App, dann hast du einfach auf ganzer Linie wirklich auch ein gutes Gefühl, gibst die Kontrolle ab und kannst dich wirklich auf die Sachen konzentrieren, die Spaß machen. Essen, trainieren, kochen und das Leben genießen. Genau, Sehr that's it. gut. Abschließende Worte von dir.
Es wurde alles gesagt. Wurde alles gesagt. Alright. Wenn es dir gefallen hat, du weißt Bescheid. Daumen nach oben. Und unbedingt auch den neuen MyFitCoach-Kanal abchecken, weil dort wird es in Zukunft noch um einiges mehr in diese Richtung Themen geben. Also sehr science-based, sehr evidenzbasiert mit allen Studien. Da macht Dr. Timbert eine super Arbeit. Besten Dank dafür. Sehr gerne. Link ist auch in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, hau rein. Dein Mischa.